So, hallo Leute, willkommen zurück. Ich habe hier in der Mitte mal geschnitten, weil der Part ein bisschen zu lang wurde. Und ich möchte euch willkommen heißen. Es geht weiter. Naja, toll. So. Ach, genau, spring doch noch in das Ding rein, ey. Das ist super gelaufen. Ja, genau. Komm, gib mir dein Eis auch noch. Scheiße. Ich will eigentlich meine. Okay. Was hast du dabei? Ah, ein Leben. Geil. Jetzt für zwei Bubblegums, die auch schon wieder leer sind bald. Das ist auch schon schlecht. Warum passiert mir immer wieder die gleiche Kacke? Das gibt's doch gar nicht. Meine Fresse, dieser behinderte Penner hier. Der geht mir extrem auf den Piss. Oh, so. Und weiter. Gut. Ich denke mal, da hinten ist der Tod. So, einfach sofort reagieren, dann ist es auch kein Problem. Und so. Ja, von dem wird man getroffen, da kann man machen, was man will. Aber ich habe noch drei Abkönner. Sollte schon passen. Okay. Okay, lief. Das ist dumm. Oh, eine volle Heilung. Auf jeden Fall nehmen. Egal, was kommt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und nochmal eine volle Heilung. Nehmen wir natürlich auch mit. Okay, und jetzt kommen sie damit durch. Ja, genau. Ja, genau. Weißt, Hauptsache noch mal ein bisschen unnötig. Da habe ich gar keine Wahl. Was soll ich machen? Okay, Endboss. Okay. Das weiß ich nicht mehr, wie es ging. Jetzt muss ich überlegen. Ich setze mal zur Sicherheit wieder ein Safe State, aber ich werde ihn nicht verwenden. Ich verspreche es. Wenn du mich besiegen kannst, werde ich dir die Karte und das Wikinger-Tagebuch zurückgeben. Haha. Okay, ich glaube, das war gar nicht so schwer. Es gab nur seine blöden Lakaien. Die sollte man töten am besten gleich. Dann ist man die los. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, was hier eigentlich genau abging. Ich weiß nur, dass die mich genervt haben hier. Oh. Oh. Was ne fieses Arschloch, okay. Okay. Okay, besser ist es. Okay. Zweimal getroffen. Wenn das alles ist, dann ist das kein Problem. Damit kann ich leben. Dreimal getroffen. Ich sehe ihn nicht, das ist mein Problem. Was? Oh, da oben war er. Oh, und nochmal gegengesprungen. Na super geil. Oh, Behinderter. Wie soll ich eigentlich rankommen da oben? Komm runter. Ah, komm. Haben wir ihn getroffen? Nee. Komm, komm, komm. Oh, er. Voll die lange Zeit. Was? Ah, und tot. Tot, geil. Du Arschloch, du. Ja, komm. Erstmal bringen wir seine Leute um hier. Ja, genau. Ja, genau. Treff mich doch gleich nochmal. Oh, genau, beide treffen mich. Ich bin schon wieder mit drei Dingern fange ich an. Kann ich jetzt schon wieder vergessen. So. Und der unten lebt immer noch. Das ist super toll. Ich kann ihn eigentlich auch mit Popcorn treffen. Aber eigentlich ist er nicht so schwer zu treffen, dass es nötig wäre. Aber wenn er so weit oben ist, dass ich ihn nicht mehr treffen kann, könnte ich ihn vielleicht noch mit Popcorn treffen. Und jetzt. Ja, sowas geht.
Warum nicht? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich Popcorn noch brauche, aber... Eigentlich ist das total das einfache Muster, aber... Das ist so ein bisschen unfair. Okay. Ich hoffe, dass er nicht nach links kommen kann. Beziehungsweise, wenn er es kann, wird er das auch nicht machen. Doch, er kann. Er kann. Und er kommt. Ist klar. Halte man sich einfach nicht dort auf. Und da unten gehe ich erst recht nicht runter, weil ich nur noch zwei ab kann. So, okay, es reicht nicht. Okay. Besiegt? Donald kriegt das Wikinger-Tagebuch zurück. Okay. Das war's? Kann der Typ mich da hinten noch besiegen? Nee, er ist auch tot. Gut. Hat ein bisschen Angst. Okay, und nu? Was jetzt? Ich weiß nicht. Was mach ich denn jetzt? Yay. Ja, hier rumhängen. Aber sonst kann ich nichts machen. Kann ich jetzt Airplane einfach hinfahren? Can communicate with the airplane from here. Ah, look. This is the ancient Viking Diaries. Diary? Okay, das ist das altertümliche Wikinger-Tagebuch. Das Tagebuch revealed, also eröffnet, dass die Karte in Wasser gehalten werden muss. Wenn das getan wurde, dann wird die Lokation, also der Ort des echten Schlüssels erscheinen. Okay, lass es uns ins Wasser halten. Okay. Und das ist jetzt der letzte Part. Und auf jeden Fall kein einfacher. Das ist richtig bitter hier. Das ist das Ende. Wirkt jetzt am Anfang erstmal so ein bisschen wieder wie das letzte Mal. Oh, shit. Oh, die ganze Zeit schräg aufwärts. Oh. Okay. Gut. Oh, okay. 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 Und ihr wisst ja, was es bedeutet, wenn man abstürzt. Also wenn nichts mehr geht, dann ist man tot. Oh, das war knapp. Okay, weg von dieser Schlange. Ich mag Schlangen nicht. Schlangen sind scheiße, vor allem in diesem Spiel. Wir sehen alle aus wie die Schlange K, oder? So, und hier war irgendwas. Irgendwas Fieses. Ich glaube, man muss nach rechts drücken oder sowas. Ah ja, okay. So, und hier auch wieder. Ich glaube, dann geht's. Okay. Hier kommt drauf, oder? Ja. Was eine fiese Kacke. Was eine extrem fiese Scheiße. Das ist doch gar nicht wahr, ey. Guck mal, eine Schlange, die trifft mich. Genau. War eh klar. Vielleicht schaffen wir es aber diesmal auch nochmal mit den Blättern die Kacke da einzusammeln. Ja, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Okay, dann nochmal hier lang und auf den drauf und auf das Blatt und auf das Blatt und auf das Blatt und hier rauf. Okay. Ja, das war natürlich fies, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so war. Und wenn man es dann sieht, dann ist man schon mal direkt tot. Miese Scheiße, ey. Gut, auf jeden Fall hier einfach immer rechts drücken. Am besten mit Laufentaste noch in Verbindung, dann kann einem nichts passieren. So, so, so. Wenn man es nicht macht, stirbt man. Okay. Hiermit habe ich nicht gerechnet. Das wissen wir jetzt. Also, wir wissen, einmal verkacken, vorbei. Ich habe nicht mal genug Zeit, um irgendwie so einen Pümpel an die Wand zu schlagen. Sonst würde ich das ja einfach machen. Oh. Ein bisschen gucken.
warte lieber, bis er abfällt. Unten ist nichts mehr. Okay. Bevor ich da links runterspringe und da irgendwas Ekelhaftes probiere. Okay, wir sind im Tempel drin. Und jetzt wird's erst richtig hart. Das kann ich schon mal sagen. So, wie immer, die ersten vier gehen hinter mir auf. Der letzte vor mir. Und das auszuweichen ist verdammt hart. Hier einfach runter, glaube ich. Und hier rüber. Ist nichts Schweres. Scheiße. Okay, ich muss ihn austricksen, aber der lässt sich nicht so leicht austricksen. Okay, der hat sich austricksen lassen. Und das sind ja mal tolle Gegner. Okay, im Sprung kann ich sie wohl immer treffen. Zwei hinter mir. Ich will keine hinter mir. Ich will nur Gegner vor mir haben. Hinter mir ist mir schon... Vor mir sind mir schon genug, ey. Aber hinter mir will ich sie gar nicht erst haben. Okay. Soweit geschafft. Okay. Ich kann mich gar nicht mehr genau an den letzten Endboss erinnern. Ich wusste nur, dass ich irgendwann mal einen das Muster raus hatte und ihn wirklich töten konnte, ohne getroffen zu werden. Oder zumindest wahrscheinlich ohne getroffen zu werden. Es gab halt immer noch so eine kleine Möglichkeit, dass es doch passiert. Und... Aber die wollte ich halt möglichst umgehen. Bloß ab, ihr Pisser. Die machen mich völlig kirre. Was? Die kommen ja wirklich hier hoch. Ich will hier weg. So, so, okay. Bleibt bloß weg, ihr Schweine. Priester. Widerlichen. So. Aha, guck an. Da kommt der Wichser wirklich hinterher. Wenigstens kommen sie hier nicht rauf. Wie war denn das hier mit dem... Ey, der Typ da unten, der nervt mich voll. Das ist ganz knapp. Wenn ich den Absprung schaffen möchte, muss ich mich ganz an den Rand stellen. Darf aber nicht runterfallen. Ich stehe mit einem Fuß schon komplett in der Luft. Oh Mann. Und jetzt! Oh, geschafft. Und ich will nicht, dass der auch noch wieder runter raufkommt. Das wäre echt blöd. Komm, so weit wie möglich ihm entgegengehen schon mal. Dann ist der andere nämlich weg. Okay. 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 Und hoch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist oder ob das nur ein zusätzlicher Weg ist. Aber es ist ein Weg. Okay, ist es anscheinend der richtige Weg. Ach du Scheiße. Der unsichtbare Weg. Okay, man muss ihn wissen. Also hier ist schon mal direkt neben der Wolke einer. Und hier ist einer. Okay. Hier ist auch wieder einer. Und da runter. Okay, hoch. Okay, mit einem größeren Sprung. Ja, das ist natürlich auch noch ein Lebenfresser hier, ne? So. So. Jetzt ging es einmal runter. Ne, doch nicht. Okay. Jetzt ging es runter. Wieder hoch jetzt? Oder wie war das jetzt? Ja. Okay. Jetzt. Ein großer. Okay. Okay, normaler. 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 Okay. Und ich probiere einfach gleich ganz rüber zu springen. Ja, gut. Es läuft. Der letzte Endboss. Und für den beende ich, glaube ich, den Part. Ich denke schon. Okay, ich habe gerade gesehen, der Part ist 30 Minuten lang geworden, also werde ich den wahrscheinlich splitten. Okay, kein Problem. Splitte ich den Part im... Okay. Dann machen wir den Endboss auch jetzt mal hier mit drauf. Ich weiß zwar nicht mehr, wie er geht. Ich habe mir schon ein Safe State gesetzt, weil ich renne garantiert nicht nochmal das ganze Dungeon hier lang. Ich muss erstmal wissen, wie der ging. Okay. Okay, das war's nicht. Ich muss erstmal echt überlegen. Okay. Ich glaube, das war's. Genau so.
kann ihn jetzt ganz so oft treffen, wie es geht. Und dann macht er wieder so. Dann einfach ein bisschen von ihm fernhalten, bis er sein Schwert schmeißt. Dann möglichst unter den hier runter und bücken. Da kann man fast nicht getroffen werden. Wenn man sich hier vorne hinstellt, gar nicht mehr. Aber das muss man halt relativ schnell schaffen. So. Genau. Okay. Ja, und das war natürlich viel zu spät. Es muss halt echt schnell gehen. Vielleicht müsste man sich mal merken, wie oft der damit rumfuchtelt. Und eins. Und zwei. Und drei. Und jetzt schmeißt das. Okay. Okay, und jetzt zwei, dreimal geht nicht. Okay, dann. Einmal, zweimal, dreimal und schmeißen. Einmal treffen. Und, komm schon. Zweimal treffen. Und hoch. Eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man es einmal raus hat. Und einmal, zweimal, dreimal. Und der wirft hier lang, scheiße. Egal. Einmal treffen. Und immer draufhalten. Und zweimal treffen. Okay. Sehr schön. Wenn er schmeißt, ist halt immer noch interessant, aber eigentlich nicht so wichtig, wie ich gerade festgestellt habe. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und Wurf. Und er wirft es eigentlich immer in meine Richtung. Okay. Trotzdem getroffen. Aber man kommt relativ ungetroffen durch. So. Einmal, zweimal, dreimal und Wurf. Und hopp. Ach, shit. Wieder getroffen worden. Aber ich glaube, es reicht einfach schon alleine vom Schaden, den ich mache, einfach aus. Hoffe ich doch mal langsam. Okay, einmal, zweimal, dreimal und werf. Und wieder wurde ich getroffen. Das ist doch echt zum Kotzen. Oh, ekelhaft. Aber es hat gereicht. Ich bin fertig. Und ich habe sogar noch zwei Treffer übrig. Endlich jemand, der es wert ist, diesen Treasure, diesen Schatz zu öffnen. Oh, mein Gott. Es ist nur eine einfache Stahlstatue. Von einer Entenprinzessin. Ja, toll. Donald, es ist nett, dich zu sehen. Wo ist mein Geschenk? Das ist es, der große Entenschatz von König Garusia. Das ist mein Geschenk? Ist das alles? Ja, scheiß die Wand an. Bam. Plopp. Huch. Oh, ein Gold- und Juwelen-Halskette. Danke dir, Donald. Yay. Die ganze Scheiße nur, damit sie dich freut, die Alte, wa? Immer dasselbe mit den Weibstücken hier. Wahnsinn. Na, und da ist Donald mit ihrem Rumfliegen. Gut, wunderbar, haben wir es denn tatsächlich geschafft. Und zwar unheimlich schnell. Okay, ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass ich das eine Mal durch selbst jetzt benutzt habe. Aber andererseits, ihr habt gesehen, ich habe es in meinem dritten Sprung geschafft. Ich hätte es wohl auch dann geschafft, ich hätte halt zwei Leben mehr verloren, die ich nicht nötig hatte, also ich denke halb so wild und diesen Raum musste man nicht unbedingt so oft sehen. Ja, geiles Spiel, ich habe es einfach ehrlich gesagt viel, viel schwerer in Erinnerung. Das ging ja jetzt echt ruckzuck, ohne große Probleme durch und ich bin gut, hätte ich mir gar nicht zugetraut. Okay, alles klar dann Leute, danke fürs Zuschauen. Wie ihr wisst, ich werde jetzt mich erstmal ransetzen, Tony Hawk's üben, weil das habe ich jetzt alles an einem Tag aufgenommen. Bis dann. Ich gucke jetzt erstmal, vielleicht kommt noch was, dann schneide ich nochmal rein. Kommt noch was? Achso, nur der Hintergrund hat gewechselt. Das ist das jetzt drauf oder was? Ich lasse jetzt aber drauf. Gucken wir ein bisschen. Haben wir noch ein bisschen Zeit übrig hier. Ja, ich habe diesen Part hier geteilt gehabt, habt ihr mitgekriegt, deswegen ging das mit der Mitte los und so. Hab nicht so auf die Zeit geachtet, es tut mir leid. Naja, müsst ihr mitleben. Ich auch. Sieht man so ein bisschen die Hintergründe von den verschiedenen Leveln, denke ich mir mal. Ist das so gedacht? Passiert jetzt noch was? Ich denke mal schon, oder? Okay, aber.
Okay, sie fliegen weg und Ende. Ja. Gut. Ich denke mal, das war's denn jetzt aber definitiv. Tschüss, Leute. Danke fürs Zugucken und bis später. Tschüss.